When the beat drops out. Yo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin der Alpha Gamer und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich war jetzt im Urlaub, deshalb habe ich jetzt lange keine Videos hochgeladen und auch nicht gestreamt. Das tut mir sehr leid. Ich hatte einfach nicht die Gelegenheit. Die letzten 2-3 Wochen waren auch in der Schule sehr stressig. Und wie ihr am HUD erkennen könnt, handelt es sich heute mal wieder um den LS15, welcher öfter kommen wird. Ich werde noch nicht auf den LS17 umsteigen. Das mache ich Mitte des Jahres so ungefähr, weil er dann auch günstiger ist. Ist aber keine Preisfrage. Ich könnte mir auch jetzt schon kaufen. Ich habe halt einfach keine Lust. Ich möchte noch beim LS15 bleiben, weil mir das so gefallen hat. Und ja, ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, vor mir seht ihr natürlich wieder Blaulicht. Es wird heute mal wieder ein Blaulicht-Mod geben, den ich gemacht habe. Und da kommen dann noch ein paar Infos dazu, wie ihr den dann bekommen könnt, weil den werde ich öffentlich machen. Ja. Ja, außerdem bin ich ein bisschen erkältet, also nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich ein bisschen komisch klinge heute. Ja, und ich würde sagen, fangen wir doch mal an. Ich drehe mich mal um. Es handelt sich um einen KDOW oder NEF oder Streifenwagen, wie immer man ihn nennen möchte, denn es ist ein bisschen Allzweckmod. Man kann ihn nämlich, also ich habe ihn jetzt zurzeit in der KDOW-Variante, man kann ihn aber ganz leicht umskinnen und dann kann man halt eine Polizeiversion draus machen oder eine Neffenversion. Das ist dann euch überlassen. Und ja, es ist noch nicht die finale Version, da kommt noch einiges. Erstmal haben wir eine komplette RTK7 Sonnensignalanlage verbaut. Was hier noch fehlt, ist der Anhalteblitz, das ASG, den Hochleistungsfrontblitz und so weiter. Das Abblendlicht kommt natürlich noch rein und ja, es ist noch etwas Arbeit an dem Mod. Ich möchte auch noch eine Innenrahmenbeleuchtung reinbauen, weil der auch im Einsatz unterwegs ist und natürlich auch noch Heckwarner sowieso und vielleicht noch ein Verkehrsleitsystem. Da muss ich mal schauen, wie ich damit zurechtkomme, weil das habe ich noch nie vorher gemacht, Verkehrsleitsysteme. So, ob es richtig animiert wird. Vorab der Mercedes, den habe ich gemacht. Der sieht zwar ziemlich ähnlich anderen Mods aus, aber nie, den habe ich wirklich gemacht. Habe ich aus SketchUp exportiert, was leider die an den hässlichen Reifen zu sehen ist, welche ich vielleicht noch austauschen werde gegen ein bisschen bessere Reifen. Ich meine, sie stehen zwar dem Mercedes echt gut, aber sie sehen halt ziemlich unrealistisch und ziemlich plastisch aus und das gefällt mir einfach nicht zu dem einigermaßen guten Mercedes. Das Blaulicht, weshalb ich den nicht zum Download stellen werde, aber er bekommt ihn trotzdem. Das Blaulicht ist nicht von mir und zwar das von, oh Gott, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, von Alice Fahrzeugbau. Auf jeden Fall ist das Blaulicht nicht von mir. Ich muss jetzt mal ganz schnell schauen. Ich habe mir den Namen vorher noch gemerkt, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Auf jeden Fall ist das Blaulicht nicht von mir. Ich werde noch in die Beschreibung schreiben, wer die Rechte am Blaulicht dann natürlich hat. Das Blaulicht ist nicht von mir, deshalb ich aus einem anderen Mod genommen. Deshalb darf ich ihn auch leider nicht auf Motorste stellen oder halt insgesamt zum Download, das was ich sonst gemacht hätte. Nein, ich werde euch den Mod aus Skype schicken oder verlosen, das weiß ich jetzt noch nicht. Also ihr bekommt auf jeden Fall den Mod, nur wie werdet ihr dann in den nächsten Videos erfahren, weil es nicht der letzte Mod von mir ist. Ich habe noch ein paar andere Mods in Planung und auch schon in Bearbeitung. Die kommen dann auch noch dazu, die werden dann alle miteinander vorgestellt nochmal und dann werde ich mal schauen, ob ich die in ein Pack packe und die dann per Skype versende oder die dann einfach verlosen werde. Das muss ich mal schauen. Auf jeden Fall, mir gefällt der Mod persönlich, auch wenn er noch nicht so viel hat. Ich
weiß nicht, wie ihr euch gefällt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Schauen wir uns mal von innen an, der Innenraum. Ja, die Kamerasteuerung hängt irgendwie ein bisschen. Mal schauen noch. Ja. Von innen ist es halt ein typischer Mercedes. Und ja, typischer Mercedes halt von innen, vom Innenaufbau her. Was er hat, der hat natürlich ein Horn. Das Horn werden wir jetzt aber nicht hören, das ist auch etwas leise noch, das muss ich definitiv noch lauter machen. Es ist eine Mischung zwischen E-Horn und Pressluft, ist eigentlich so mittendrin ein bisschen. Und ja, es kommt natürlich noch eine Bedieneinheit rein, also ein Steuerelement für die RTK 7. Dass es ein bisschen realistischer wirkt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Mod. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Mod gefällt. Dann freut euch auf die nächsten Mods, denn die werde ich dann zusammen in ein Pack entweder verlosen oder per Skype verschicken, wie ich gerade schon erwähnt habe. Ja, wenn euch der Mod gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein Abo am besten. Das wäre echt nice von euch. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video von LS15 oder einem anderen Spiel. Oder im Stream natürlich, da schaut auch immer mal vorbei. Ciao Leute!